Let's Play Skate 3. Herzlich willkommen zurück zu dem nächsten Part von Let's Play Skate 3. Der letzte Part ist ja auch eine ganze Zeit schon mittlerweile her. Das liegt daran, dass ich mein HD-Komponentenkabel war kaputt, was ich benutzt habe, um Dinge aufzuzeichnen. Dieses HD-Komponentenkabel geht halt von der Xbox, also als Xbox-Stromstecker, in die HDPVR, mein Aufnahmegerät, und von der HDPVR aus zu meinem Fernseher. Naja, egal. Das Ding ist jetzt gefixt und ich kann wieder aufnehmen. Bootsburner Runde 1, Jam in Trockendock, 2, Jam im Boot. Das heißt, nur Jam-Sessions, um hier 20.000 Skateboards zu verkaufen. Okay, Zeit für eine etwas härtere Geschichte. Hier trennen sich die Seehähnchen von den Thunfisch-Nuggets. Die erste Runde ist tief. So tief, dass man hoffen kann, dass ihr alle gegen Tetanus geimpft seid. Habe ich nicht verstanden. Wahrscheinlich wegen dem ganzen Rost. Ist das nicht meine Lieblings-Challenge hier mit Bootsburner? Weil es wesentlich schönere Contests gibt. Und es braucht hier eine Weile, um wirklich auf Geschwindigkeit, Attitude zu kommen, dass du hier was reißen kannst. Aber dafür gibt es hier schöne Transfers. Transfer, das sollte ich eventuell auch nochmal erklären, das ist, wenn man hinfällt und, nein, Transfer ist, wenn man von der einen Rampe, das zum Beispiel diese hier wäre, die jetzt hier so immer hoch geht, zu einer anderen springt, das wäre dann, was war das, ah, da war eine Kante, zu der hier quasi. Boah, shit, wir machen mal gerade ein bisschen Moppelkotze hier, allerdings sind wir trotzdem auf dem ersten Platz. Ja, das, wie gesagt, das hier gehört nicht zu meinen Lieblingscontests. Weil. Oh! Den haben wir umgenockt. Chris Haslem ist dabei. Chris Haslem, alter Skater. Also, ihr müsst einfach mal das Video von Almost suchen, Cheese and Crackers. Dann seht ihr auch, wer Chris Haslem ist. Der skatet da mit. Und das zwar in einer echt guten Form. Also das macht Spaß zuzugucken. Wow, das war ganz schön knapp. Aber diese Runde haben wir auch ganz gut gewonnen. Das war's. Erste Runde. Sieh dich an, wie du da oben auf Platz 1 sitzt. Das ist nicht unbedingt der Traum eines jeden Matrosen. Ein Trockendock, dass wir Solo-Styles skaten werden. Runde 2, hängt euch rein. Ja, ich hasse das Trockendock. Das Trockendock ist voll Kacke. Ich glaube. Also ganz ehrlich. Ah, das ist gar kein Jam, das ist ein Solo-Lauf. Warum erzählen die denn dann, dass das ein Jam wäre? Und ganz genau deswegen mag ich diesen Solo-Lauf nicht, weil hier überall diese Metallstreben rausragen. Man immer Gefahr läuft, irgendwo hängen zu bleiben. Und man muss hier echt aufpassen, wo man landet. Aber wir haben schon gewonnen. Und ja, wir verlassen gerade den Contest-Bereich, das soll ja nicht sein. Und runter. Ja, wie gesagt, dieser Contest ist so. Naja, er ist so gewaltig einfach. Also, man kann die Parcours-Ebene nicht wirklich einsehen. Das habe ich nicht gerne. Ich habe das lieber, wenn ich alles in einem Feld sehe und direkt weiß, was ich wo machen kann, und generell mag ich eine allzu hohe Halfpipe auch nicht, weil man immer nur auf so ein bestimmtes Maß an Geschwindigkeit kommt. Und ja, ich habe also lieber diese Street Contest oder Tranny Contest, einige, aua, au, wo man halt besser planen kann. Das mache ich viel lieber. Aber nichtsdestotrotz haben wir diesen Contest auch locker davon geritten. Und auch ein paar ganz schicke Tricks gemacht. 21.000 Punkte. Kein Problem. So, wie viele Skateboards haben wir denn mittlerweile verkauft? Ja, sehr gut. Die Party kann steigen. Oh, wir haben die Maloof Challenge und unseren nächsten
Meilen kein. Oh, Maloof Cup macht richtig Bock. So. Weiter. Wir haben also einen neuen für unser Team. Aber wir haben ja schon einen Namen für ihn. Und zwar... Brücke, wenn ich das R finde. Ich mach's mit Umlaut. K und E. So. Brücke ist also jetzt auch in unserem Team dabei. Erfolg freigeschaltet, Mitarbeiter Nummer 3. Normalerweise müssten wir ja auch noch eine... Müssen wir kein Plakat für ihn machen? Das wundert mich. So, wie lange haben wir denn noch? Wir sind 5 Minuten in der Aufnahme. Dann können wir mal in der Challenge-Karte reinschauen. Film? Gaps of Solitude. Oh, Wassergap, Wassergap, Gap des letztes. Das klingt doch witzig. Also wir machen erstmal die Kampagne durch und dann in einem späteren Part werde ich mich eventuell darauf konzentrieren, jegliche Challenges einfach nur noch zu killen. Erstmal, dass wir vorankommen im Spiel. Also ich... Oh, hier ist es früher morgen. Nicht, dass ich vergesse jetzt hier irgendwie was zu killen oder so, sondern nur, dass ich in der Wahrscheinlichkeit, dass ich es verkacke. Wow. Oh, irgendwie strange hier. Aber mal sehen, ob uns nicht was einfällt. Irgendwie strange ist mal mega nice. Alles klar, es kann losgehen. Was müssen wir denn machen, um die Sache zu killen? 360 über das erste, Tweak Gap über das zweite, Late Flip über das dritte, 800 Punkte Gap über das letzte Tremset. Okay. Dann wollen wir es mal ausprobieren. Zuerst eine 360. Zu langsam. Hey, das war ätzend. Ja, wie mache ich denn noch einen Tweak Gap? Ich glaube, es war mit B und nach unten. Ah. Komm schon. So, 360. Grab. Draufbleiben. Okay, wir machen das Ding erstmal so fertig. Du gehst gerade echt voll ab. Ah, nee. Man muss einfach nur aufpassen, dass man die Scheiße hier nicht versaut. Dass man wirklich hier in der Spur bleibt und dann ist das Ganze auch für mich kein Problem. Das war doch schick. Leider nicht gekillt. Okay, ziehen wir es uns mal rein. War echt schick. Das sieht doch nach gefällt aus. Bam, 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 bam. Echt witzige Musik, mag ich. Und wie viele Skateboards haben wir dadurch verkauft? Ich meine, das waren 10.000. Ja, nächster Boardverkaufmeilenstein sind 300.000 Skateboards. So, dann machen wir noch einmal eine Film-Challenge, ne? Film-Challenge, Rock die Line. Manual über das Brunnenband. Ich hab's einfach weggeklickt. Ich sacke. Sorry. So. Beim Revert machst du einen schnellen 180-Grad-Powerslide. Richtig schnell und weg ist es. So, lass mich ganz kurz mal die Line sehen. Rip on Towers. Diese komischen Bänderdinger. Die musst du unbedingt skaten, alles klar? Ja. Gut, die Bänderdinger skaten. Mania über das Bodenband, Trick mit der Bench, Grab über das letzte One, 180 Spine in der Hump. Oh, Mania über das Brunnenband. So, was sollen wir da unten machen? Upsala, da müssen wir nicht lang, sondern hier lang. Trick mit der Bench, okay. Hier einfach nur ein Grab. Wow, nice! Und 180 Spine über die Hump. Das war ja gar nicht so schwer. Ah, hoffentlich habe ich das drauf. Ah, man hätte schönere Sachen reißen können, natürlich. Ah, der Grind war schon ziemlich flawless, also. Ja, der Grab war für den Arsch. Aber trotzdem, gerockt die Kacke und wieder 10.000? Ja, wieder 10.000 Board verkaufst. Und wir sehen uns im nächsten Part. Da ist es auch wieder weiter in mehr Boards verkaufen, mehr Boards verkaufen, mehr Boards verkaufen. Und bis dahin haben wir auch mehr Boards verkauft. Also bis dahin, ciao.